Übertragung einfach random abgebrochen, gar keinen Bock. Ja, okay, das war jetzt absolut Kacke. Dafür bräuchte ich eigentlich Replays. Wenn die Übertragung abbricht, ist automatisch auf Einstellung. Und dann kommst du halt, rejoinst du zu den unmöglichsten Momenten. Sonst hätte ich hier eine Divebomb gemacht, aber egal. Er hat auch DRS. I had to do it to him. Just cutting some grass hier. Den Spruch muss man bringen. Zu weit weg. Ein bisschen VC-Blocked hier am Exit. Dass sie auch alle immer DS haben. Ui, bisschen zu viel. Digga, ich könnte schwören, ich habe kurz Lag gehabt. Weiß nicht, woran es lag, aber einfach kurz den Bildschirm geleckt, egal. Bringt mir jetzt auch nichts, die Ausrede. Versuch einfach. Fuck, Audacious Dive Bomb geht nicht. Ja, mehr als P6 ist da nicht mehr drin. P6 und P6. Schwierig. Liegt leider ein bisschen an der Strecke. Vor allem, ich habe dann DRS. Windschatten und ja, hab sogar mehr Windschatten als mein Vordermann. Der zieht mir trotzdem weg. Das war ein bisschen zu hart von mir, aber man muss halt auch ehrlich sein. KI, selbst wenn du neben der bist. Oh Mann, das war schon wieder nichts. Lenkt einfach direkt bei der Innenlinie ein, hat direkt den Innenkorb mitgenommen, wo ich halt ausweichen wollte. Die Kurve ist sehr tricky, die vor dem kleinen S ist. Da kommt das Heck doch ein bisschen.
is your final lap, final lap of the race. Sorry. Aber war schon wieder die Endlinie. Und ich riskiere jetzt alles. Es war schon wieder nicht sehr sauber. Fastes Lap nochmal. Schade. Schlechter Start halt. Plus, das mit dem schlechten Start ist bei mir manchmal so. Plus die Tatsache, dass die Strecke nicht optimal ist fürs Überholen. Da musste ich echt die ekligsten Manöver rausholen, aber ja. A doobie leg bad sometimes. Ist die KI. Damit kann man sich immer ein bisschen rausreden. Vielen Dank. Lundgaard ist halt Dritter. Aber das ist gut, das macht es auch irgendwo spannend, finde ich. Das Ganze weggechoke. Wobei, oh, Moment. Er kriegt nur 4 Punkte wegen Fastest Lap. Oh, Standings. Okay, ja, ist noch relativ gut der Vorsprung. Aber Team Championship sieht ganz gut für die aus. Wo war Pedro schon wieder? Ungarn war nicht so seins. Aber vielen Dank. Das baut mich auf und pusht auch nochmal die Mentalität weiter zu optimieren. I like that. Um das Kompliment zu retaliaten. Aber ich habe ja gesagt, ich wollte nach dem Rennen einem gewissen jemand beitreten. Ich muss noch mal gucken, wie spät es ist. Ich glaube, das wäre vielleicht ein gutes Timing. 5 Stops, easy. Easy. Wobei, ich glaube, einer hatte sogar 6. Oh, fuck, schon 16.26 Uhr, wie die Zeit vergeht. Junge, Junge. Ja, ich glaube, das war's dann. Also ich mach gleich mit Session safe und dann gucke ich mal, ob ich die Tage wieder Bock hab. Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Macht gerade sehr viel Spaß, F2. Und ja. Dann bedanke ich mich mal wieder bei dem treuesten aller Zuschauer, bei dem besten Motivator, Top 1 Race Engineer, der Alconage, the goat himself. And yeah, tschö mit Ö.